und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mit mir zusammen heute meine Häkelsachen anschauen möchtest. Ja, es sind immer noch die drei Übeltäter oder die drei gewohnten Übeltäter. Aber es neigt sich eins langsam dem Ende zu. Ja, einmal das Tuch. Es ist nicht mehr viel, aber trotzdem noch ein bisschen. Das ist ja der Bobbel von Miss Pipinella, einem Etsy-Shop. Der ist dreifädig, hat 1000 Meter circa und war mal oder ist einer von den Überraschungen. Aber da bekommt man immer unterschiedliche. Also man weiß nie, was man bekommt für einen. Das Tuch häkel ich ja mit einer 3,5er Nadel. Und ja, es zieht sich jetzt mittlerweile ein bisschen mit den Reihen. Ja, auch mit dem Muster hier, dadurch ist das so ein bisschen zusammen. Denn wenn man hier nachher schaut, wo nur die Stäbchen sind, ist das Ganze viel, viel lockerer und leichter als hier. Ja. Ja, ich bin ein bisschen neugierig. Ich wollte mal wissen, wie lang das Tuch jetzt von den Seiten her ist. Und deswegen dachte ich, messe ich das mal nach. Gerade hier auf der Reihe, aber halt relativ locker. Damit das nicht so verfälscht wird einfach. Oder verfälscht ist ja auch das falsche Wort. Also nur damit es einfach ein bisschen lockerer ist. So. So. Ich weiß gar nicht. Siehst du das? Ah. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man das jetzt so weiterführt, so locker, hat das doch bis zur Ecke schon. Ja, sagen wir mal, ja, 107 ist es hier, aber ich schätze mal so 105 hat das schon ganz gut. Also das ist schon ganz schön. Und hier in der Mitte, da ist ja auch ein bisschen was. Ich lasse jetzt hier die eine Reihe, lasse ich aus, weil die ist ja noch in der Entstehung. Deswegen lege ich unten drunter an. So, ein bisschen glatt legen. Ich finde auch, je nachdem, was man für Muster häkelt, wird sie immer enger oder lockerer. Und deswegen, ja, hier hat es 72. Also ist es doch schon relativ groß in der Sache. Es würde mich doch noch interessieren, wie lang hier so ein Flügelchen ist. Ist schon schlimm, gell, wenn man das alles dann. Aber mich interessiert das manchmal, wie es ist. Hier lasse ich auch die erste Reihe aus. So. Ich lege es mal glatt hin oder probiere es wenigstens einigermaßen glatt hinzulegen. Auch 70. Ja, also schon nicht schlecht. Und mir gefällt das auch wirklich sehr, sehr gut, dass das jetzt hier in dieses zarte Bonbonrosa übergeht von der Vanille. Von Vanille in das Bonbonrosa. Also, ich glaube auch ohne dieses Zusatzgarn, was ich ja hier mit eingearbeitet habe, käme das wunderschön raus, das Tuch. Hier oben ist es auch schön leicht und hier, wo ich das zweite Garn vom Teddy noch mit dabei habe, da ist es halt ein bisschen schwerer, wobei ich das nicht schlecht finde, denn ich glaube, dann bleibt mir das eher auf den Schultern auch mal liegen. Denn das hier wird so ein Tuch, was ich nutzen werde, sehr wahrscheinlich für wenn ich am Schreibtisch sitze und so. Und mir wird das dann immer im Schulter-Nackenbereich
immer ein bisschen kühl manchmal. Und dann finde ich, kann man sowas sehr gut mal überlegen. Das könnte man eigentlich auch auf die Arbeit mitnehmen, oder? Wie siehst du das? Ich bin bei der Arbeit immer so ein bisschen drauf bedacht, dass ich da nicht zu farbenfroh rumlaufe. Aber ich glaube, das hier geht doch. Ja. Ja, mal gucken. Mal schauen, wie es ist. Ja. Kam jetzt nur die 3,5 Reihen dazu. Nicht viel, aber ein bisschen. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Genau. Jetzt gucke ich gerade, wie rum ich den am besten festmache. Am besten aber so. So. Das ist schon gut. Ja, gefällt mir. So, das ist einmal das Tuch gewesen. Und dann habe ich noch ein bisschen hier an dem Projekt weitergearbeitet. Das wird ja sozusagen der Pulli, da kommt ja noch eine zweite Seite oder der Polunder für meine Mama in den Garten. Und ja, der wird auch ganz einfach und schlicht gehäkelt. Das hier ist jetzt hinten. Das hier mit diesem bisschen zarteren Muster ist vorne mit dieser leichten Strickoptik. Aber nicht komplett. Ich wollte schon, dass man sieht, dass es gehäkelt ist. Und deswegen ist das so ein bisschen im Wechsel, dass man zweimal dieses Strick hat. Hier bei dem Grün, finde ich, sieht man es ganz gut. Hier einmal das Strick und dort und dann einmal die Häkelreihe sozusagen. Obwohl das andere ja auch gehäkelt ist. Ja, das rollt sich jetzt ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Das gibt sich wieder. Das passt schon ganz gut. Ja. Genau. Und das wird gehäkelt mit hier dem. Das ist, glaube ich, Moment, ich muss die Banderole holen. Einmal von Schachenmeier. Eine Special Edition. 360 Meter, 150 Gramm. Ja, 3,5 bis 4,5er Nadel geeignet. Das hier häkle ich mit meiner Vierernadel und von dem habe ich ja noch ein zweites Knäuel. Ja, muss man mal gucken. Also hier steht ja für einen Pullover in Größe M 450 Meter. Ja. Also die habe ich auf alle Fälle. Wobei hier dann steht ein Knäuel, ein Polunder, denn Ärmelchen mache ich ja auch keinen, aber ich will halt keinen machen, den man hier an der Seite zubindet, sondern ich will die Seiten schon zu häkeln. Aber den Armausschnitt werde ich auch ein bisschen größer lassen, damit man den Polunder auch über den Pullover ziehen kann einfach oder über eine Bluse oder sowas. Deswegen werde ich da den Ausschnitt ein bisschen größer lassen, denn je nachdem, was für eine Bluse oder Pulli man anhat, ist das halt, finde ich, schöner, wenn man das Ganze ein bisschen breiter lässt. Ja, genau. So, der darf auch noch fleißig wachsen. Da waren, habe ich es dir das letzte Mal gezeigt, da war ich hier und da kam das Stückchen halt nur dazu. Ja, so ist das. Ich fand die Woche ja noch mal super schön. Wir hatten ja mega tolles Wetter. Meine am Anfang. Doch. Doch.
dachte ja am Anfang, das wird nicht so dolle, das Wetter, aber es hat sich gefangen. Es war zwar wirklich kühl, also wir hatten hier einen Tag, einen Morgen, da waren es nur noch 5 Grad auf einmal. Also das ist schon, jo, man merkt, es wird Herbst. Aber ich liebe das ja, also ich finde auch jetzt die Zeit, ich mag den Duft der Luft sozusagen, weil die so schön frisch und kühl dann riecht und ach, das ist toll. Mag ich sehr, sehr gerne. Also ich mag jede Jahreszeit gern, verstehe mich nicht falsch. Ich mag den Sommer wie den Herbst, den Winter und den Frühling, weil die alle ihre Vorteile haben. Mag ich alles super gerne. Und ich freue mich auch jedes Mal auf die neue kommende Jahreszeit. Also es gibt wirklich selten mal was, wo ich sage, oh, es könnte doch jetzt mal. Ja, ja, deswegen. Ja, und dann ist hier das dritte Projekt mit dem Gummi vom Teddy. Die hat auch 100 Gramm, 350 Meter. Und das hier ist komplett Polyacryl. Ja. Ich habe jetzt noch mal denselben halt angefangen. Ich dachte eigentlich, vielleicht könnte ich tauschen oder wechseln. Aber das ging nicht, da ich mitten im Muster bin. Und mitten im Muster fand ich das ein bisschen blöd, da die Sachen, das Garn, einen Wechsel vollziehen zu lassen. Ja, deswegen. So, da bin ich jetzt so weit. Da kommt dann auf alle Fälle noch mal eine Reihe mit, na, Stäbchen drüber. Und dann hier noch mal mein Muster mit den Reliefstäbchen. Und dann gucke ich mal, weil der ist auch schon relativ groß. Also den kann man auch schon ziehen. Wobei ich vorhabe eigentlich hier den ganzen Knäuel da noch mit einfließen zu lassen. Aber ich glaube, dann ist es auch schon ausreichend für den Seelenwärmer. Denn den wollte ich ja dieses Mal nicht so groß auslaufen lassen, sondern schon passgenau. Ja, und da hatte ich mir vorgenommen, so unterschiedliche Herzen reinzumachen im Muster, im Häkelmuster. Dann habe ich einmal hier diese Noppenherzchen und jetzt die mit der Luftmasche, die kleinen Herzchen. Und hier ist es zum Beispiel schon ein bisschen weiter. Na? Und ja, mal gucken nach den Reliefstäbchen, wie es dann aussieht. Wobei ich mir hier gedacht habe, ich hätte die Herzchen hier unten noch ein bisschen mehr auslaufen lassen können, also ein bisschen voluminöser einfach gestalten können. Aber gut, jetzt sind sie so, jetzt bleiben sie so. Ich habe nachher noch überlegt, ob ich das nächste Muster halt so ähnlich in diesem Stil mache, aber mit einem anderen Maschenmuster. Ja, mal schauen. Also, das werde ich dann noch sehen, nochmal austesten. Und dann kommen da noch mal, ich denke mal, also das wird noch ein bisschen reichen. Wenn nicht, habe ich noch eins. Wenn nicht, fange ich halt das dritte Knäuel noch an, dann ist es so. Und dann wird er halt auch ein bisschen größer, der Seelenwärmer, ist auch nicht schlimm. Das ist dann auch kein Beinbruch. Ja, mal schauen, wie das dann wird. Ja, und dann muss ich ja schon mir Gedanken machen wegen dem Tuch. Noch ein neues anschlage und dann habe ich ja noch sozusagen eine, wurde ich ja noch gebeten, mal zu gucken,
wie es ist, wenn man die Pfoten häkelt, als so ein Pfotenmuster häkelt, wobei ich mir da unsicher bin, ob ich das in einem Tuch mache oder ob ich so vielleicht eine Decke mache mit dem Muster. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, was würde dir denn besser gefallen? Du kannst mir gerne mal schreiben dann, was besser aussehen würde. Weil da bin ich mir immer so unsicher. Ja, dann fehlt hier noch der Markierer für die Woche sozusagen. Dass der umgesetzt wird. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ich finde das ja jetzt auch total gemütlich zu häkeln bei der Jahreszeit. Ja, da bin ich schon wieder auf die Jahreszeit, ne? Denn ja, mit einem Tee und einer Kerze an finde ich das total gemütlich. Mhm. Ja, auch wenn ich halt das Tuch häkle ich ja meistens morgens. Da sitze ich dann halt mit meinem Kaffee und den hier habe ich manchmal morgens dabei, nicht immer. Und den hier häkle ich nur abends, wenn ich vielleicht mal Fernseh gucke oder während sich die Kinder sozusagen Bett fertig machen. Denn die brauchen da Ewigkeiten. Ja, aber so ist es halt, ist auch nicht schlimm. Ja, genau. Ja, das sind meine Projekte. Habe ich überhaupt gesagt, dass ich das mit der 3,5er Nadel auch häkel? Aber da habe ich die hier im Beutelchen drin sozusagen. Die Edelstahl, die 3,5er. So, jetzt habe ich glaube ich alles. Ja. Du kannst mir ja mal schreiben, wie du den Übergang von Sommer zu Herbst findest. Vielleicht bekommen wir ja einen goldenen Oktober. Das wäre mega schön, finde ich. Denn ich liebe das, dann durch die Wälder zu laufen, zu spazieren mit dem Hund und den Kindern. Und wenn da dann die Blätter rieseln und dann in allen Farben. Total schön. Ja, du kannst mir ja mal schreiben. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wieder hören. In diesem Sinne, bleib gesund. Mach's gut. Tschüss.